Einen schönen guten Abend. Ich sehe, die üblichen Verdächtigen sind schon da. Hi Michas, hi Hustenanfall. Ja, ich bin auch mal ganz gespannt, wie das heute weitergeht, denn bald steht die Horde an und ich glaube, ich muss langsam mal ein bisschen tätig werden. Speziell jetzt wirklich mit dem Reparieren und dem Stabilisieren meiner Festung. Ah, so, da bin ich. Tag 27. Nur 48 Stunden. Aber erstmal gucke ich, wie es meinem Gesundheitszustand geht. Oh, das sieht gut aus. Fit wie ein Turnschuh würde ich noch nicht sagen. Oh, ich habe wieder keine Eier. Klassisch. Und ich glaube, viele Rezepte kann ich auch noch nicht. Kann ja mal gerade gucken. Kann ich schon mal sowas wie Chili Dogs oder so machen? Oh, Getränke auf jeden Fall. Das ist wichtig. Und ich hatte wohl das letzte Mal ein bisschen geerntet. Das kann ich doch auch schon mal in meinen Vorratscontainer stecken. Zwei Kornmehl, da kann ich noch nicht allzu viel mitmachen. Na, Dreadox, schön, dass du dabei bist. Dafür kann ich auf jeden Fall eine ganze Menge Fleisch braten. Das schmeiße ich doch zuallererst an. Ja, schön wär's. Da habe ich irgendwo noch ein Ei. Ach, es wird sogar noch eins gekocht. Ha! Ja, dann kochen wir das doch erstmal. Danke. Dann machen wir noch ein bisschen gegrilltes Steak. Keine Ahnung. Schweinesteak. Wolfsteak. Lecker. So. Hier gibt es ja keine Quarantäne. Außer, dass ich mich halt vor den Infizierten in Acht nehmen muss. Aber ich glaube, das sollte kein großes Problem sein. Eine Minute. Ach, dann kann ich das Feuer auch gleich ausmachen. So, dann gucke ich mal. Wie sieht denn das hier aus? Da wird noch gearbeitet und so ein bisschen Beton habe ich. Ein bisschen Eisen habe ich auch. Aber von allem leider immer nur ein bisschen. Ach ja. Dann schmalze ich schon mal ein bisschen Eisen noch mal ein. Und gucke mal, was ich so alles herstellen kann. Rebar Frames, ja. Die werde ich auf alle Fälle brauchen. Na, was einfach. Großzügig machen wir ruhig 40, denn ich brauche eine ganze Menge, was wirklich stabil ist. So, dann muss ich mal gucken, ob ich die richtigen Werkzeuge parat habe. Oh ja, und einkaufen wollten wir unbedingt. Dazu muss ich jetzt mal gucken, was brauche ich dringend, was habe ich schon. Werkzeuge, Clawhammer habe ich. Ich dachte, ich hätte irgendwie auch schon... Habe ich auch, eine Nailgun. Alles gut. Wunderbar. Ja, die Alpha 9 ist ja auch 4 Jahre alt. Das darf man nicht vergessen. Also in der Zeit hat sich doch enorm was getan. Und eins kann man den Funpimps nicht nachsagen, dass sie nichts an ihrem Spiel tun würden, sondern sie sind nach wie vor mit Begeisterung dabei, haben immer wieder neue Ideen. Und es kommt immer wieder Neues dazu. Das Video wird immer besser. Also da
hoffe ich doch noch auf eine ganze Menge tolle Sachen, die kommen werden. Ich glaube, die Steine packe ich erstmal hier hin. Selbst jetzt Zement herzustellen, das ist extrem teuer und da habe ich noch viel zu wenig Materialien für. So, mein Rennvehikel und alles, was ich verkaufen kann, tue ich mal jetzt in der Tasche. Ein bisschen Geld haben wir auch. Dann belade ich doch schon mal mein Vehikel. Heute keine Nachbarn, die stören. Ich hätte es nicht sagen sollen. Natürlich. Nur eine Dame. Die wird jetzt erstmal geblitzt, Dingst. Schlaf schön. So. Minibike raus. Und dann gleich auch mal Minibike beladen. So, ich glaube, meine Fackel brauche ich erstmal nicht. Oh, auch noch was, was ich verkaufen kann. Prima. 160. Das ist nicht schlecht. Da kann man schon mal was mitmachen. Eine vernünftige Pickaxe bräuchte ich. Dann könnte ich tatsächlich mal ein bisschen Minenarbeit machen. Nabt Utrian. Ja, Untote, da wird es wahrscheinlich wieder eine ganze Menge von geben. Hi. So, mein Frühstück ist fertig. Aber jetzt gehe ich wirklich auf Nummer sicher. So, dann gibt es noch ein bisschen was zwischen die Kiemen. Gucken wir mal, den könnte ich mit Sicherheit auch gut verkaufen, wenn ich ihn mal repariere. Dann hier ist ja noch mehr Geld. Das Ding wollte ich verkaufen. Ach so, weil ich eine 5er habe. Die sollte ein bisschen besser sein, eindeutig. Sprit muss ich gleich nochmal kontrollieren. Ich nehme es zur Sicherheit mit. Dann schaue ich mal. Ich weiß gar nicht mehr, wo der Händler überhaupt ist. Mist. Schon wieder verwirrt. Ich habe mir ein zu großes Haus ausgesucht. Namen Realmat. Noch hast du nichts verpasst. Ich bereite mich erstmal gerade vor auf einen Einkaufsbummel. Beziehungsweise eher auf dem Verkaufsbummel, so wie das aussieht. So, die Sachen können wir hier unten schon mal reinpacken. Da werde ich mit Sicherheit zweimal laufen müssen. Und die Maske, die müsste doch eigentlich richtig Kohle bringen. 800, mehr nicht. Punkte habe ich momentan noch nicht zu vergeben. Halt erstmal schauen. Wo muss ich denn überhaupt hin? Wo war der Händler? Das sieht mir nach dem Händler aus. Ich bin mir zwar nicht hundertprozentig sicher. Ist schon wieder so lange her, dass ich beim Händler war. Ich fahre da mal gerade hin. Ich hoffe, der ist es.
Dann schauen wir mal, was wir auf dem Weg finden. Ich werde da mal ein bisschen auf Nesta achten. Dass ich mir mal vielleicht wieder Eier mit Speck machen kann. Da ist doch schon eins. Untouched. Jawohl. Ein Ei, ein ganzes. Yay. Ich glaube, einfach mal ein bisschen über Land fahren und die Nester absuchen, das ist gar keine schlechte Idee. Das ist es definitiv nicht. Kohle. Das sollte ich mir vielleicht auch mal merken. Zombie und Nest. Jawohl. Alles, was man sich wünschen kann. Nest? Hallo? Da war's. Nee, auch nicht. Ah, mir fehlt die Perspektive. Also die Nester sind hier wirklich der... Da ist es. Nur Federn. Und wieder ein leuchtendes Beispiel für einen guten Zombie. Namen Rob Rogers. Namen Oaks. Da müsste ich eigentlich auch mal rein, aber... Ich muss mal ein bisschen sparsam umgehen. Ja, Fleisch habe ich ja noch. Das Kaninchen, das sich der Zombie so anguckt, das finde ich sehr knuddelig. Sehr knuddelig. Gut, dass du den Kaninchen nichts tust. Aber ich befürchte, mir tust du was. Da werde ich dann doch lieber eher mal dir was tun. Da ist Fleisch. Hallo, Fleisch. Er hat mich nicht gesehen. Sehr gut. Dann hole ich mal mein dickes Messer raus. Den will ich auch mit haben. 25. Eier packe ich gleich auch mal weg. Falls ich Klebstoff kochen muss. Früher oder später wird das mit Sicherheit der Fall sein. Wo war denn da meine Markierung? Ich muss in die Richtung. Auch nicht jeden. Ich habe keine Zeit mehr für euch. Komm, verschwinde. Das ist eine gefährliche Gegend. Ah, Mist, das war doch dieses Gebäude. Also ich habe definitiv einen Händler aufgesucht, aber dann muss er wohl doch in der Stadt sein. Gucken wir nochmal auf die Karte. Was sieht denn nach Händler aus? Das sieht eher nach Krankenhaus aus. Das sieht nach Militärcamps aus. Händler, wo hast du dich versteckt? Eventuell hier. Ein guter Tipp. Man sollte sich die Händler markieren. Da komme ich sowieso an eine falsche Ecke raus. Oh, durch den Matsch.
Gibt sogar den dementsprechenden Sound. Ach, Öks. Ich hab das Kaninchen leben lassen. Ich hab das Reh leben lassen. Ich hab mir nur den Wolf geschnappt. Okay, der hat mir auch noch nichts getan. Du hast ja recht. Eine richtige Bergziege, das Dingen. Und noch ein Ei. Huch. Da war wieder eine Chunk-Grenze, vermute ich mal. Da hat Seven Days to Die im Augenblick noch mit den Fahrzeugen so ein bisschen. Hab ich aus den Augenwinkeln doch richtig gesehen. Zwei Eier mit Speck. So, hier sind wir am Krankenhaus. Aber wo war der Händler? Ich vermute mal, der war nicht mitten in der Stadt, sondern irgendwie eher am Rand. Wo hatte ich das Nest gesehen? Da. Die Federn. Ich hoffe, ich finde den jetzt relativ schnell. Sonst vergammel ich noch wieder den ganzen Tag. Und den könnte ich eigentlich für andere Sachen besser gebrauchen. Eine Werkstatt halt. Da. Aber ich befürchte, die kenne ich schon. Destroyed und untouched. Oh, eine Steel Pickaxe. Muchas gracias. Und gleich bin ich wieder pickepacke voll. Aber mein Minibike noch nicht. Gott sei Dank. Und die kommt auch in Sicherheit gebracht. Ich hätte mir wirklich merken sollen, wo der Händler war. Das ist irgendwie dumm gelaufen. Hier kann ich demnächst Dosen looten. Das ist, ich befürchte, kein Händler. Aber was ist es? Pass and Gas! Die Stadt wächst mir immer mehr ans Herz. Das sind schon sehr schöne Sachen. Also hier kann ich demnächst tanken. Das sollte ich vielleicht gleich machen. Schon wieder ein Reh. Na, im Hinterhof noch was zu holen? Na, jetzt gehe ich doch wieder rein. Ich kann es einfach nicht lassen. Oh, ein Spider. Puh, Gott sei Dank hat ein Fall gereicht. Bier. Ich will mich jetzt nicht über die Maßen vollpacken, aber das nehme ich auf alle Fälle mit. Und hier sitzt sie mit Sicherheit da oben. Da gehe ich fest von aus.
Ja. Die schnarchen da so oben rum. Ich könnte ja. Ach, ich mach mal. Carparts. Das kenne ich noch nicht. Kann ich gleich weglesen. Wunderbar. Und noch was zu lesen. Und den Reifen, der ist auch wichtig. Und eine Stahlschaufel. Das ist nur eine Eisenschaufel. Auch sehr gut. Wo ist meine gute Axt? Hier. Überraschung. Oh, noch ein Spider. Du bist zuerst dran. Und der als zweites. Noch jemand im Haus? Nein. So, das war nun mal sicher. Leider destroyed. Oh. Und ich kann die Chemiestation. Wunderbar. Ja, Händler markieren ist immer das Erste, was man machen sollte. Das habe ich auch gerade gelernt. Ach, das ist die Hirschkuh. Die ist wohl irgendwo im Stacheldraht hängen geblieben. Ja, der Axtmörder war nicht schnell genug. Destroyed Workbench. Und noch eine Feueraxt und ich bin voll. Ich würde da unten ja auch noch gerne reingehen, aber die Zeit, die geht schon wieder flöten. Immerhin, Reifen, klasse. Stahlschaufel auch gut. Und die Feueraxt, ja, das ist eine ganze Menge mit Metall, das muss man sagen. Eier kann ich auch noch wegpacken. Ah, okay, wo war der Händler? Ich weiß, dass er nicht weit entfernt war. Was sieht mir so ein bisschen nach Händler aus? Wenn es der Mann wäre... Hier. Es könnte natürlich auch ein Militärcamp sein. Ich glaube, das habe ich schon mal versucht. Oder das hier. Nein. Ich markiere mir einfach mal die... Oh, hier sind so viele Sachen, die Händler sein könnten. Gut. Da müsste ich wieder in die Richtung. Okay. Dann mache ich einmal kurz eine Tour. Und dann wird es schon wieder Zeit. Man sollte nicht an den Tanks rum manipulieren. Das ist schlecht. Shotgun Messiah. Metalworks. Sorry, wenn ich Fässer sehe, da muss ich mal gerade ran. Leider nichts. Hier werde ich wahrscheinlich sehr viel Sprit finden. Und ich sehe auch viel Metall. Und hier fahre ich mal langsam vorbei. Ich weiß nicht, ob das vermint ist. Ja, es ist vermint. Das habe ich letztens auch schon verbaselt. Schön durch die Minen gefahren. Ja, Roadmovie.
einmal die Stadt angucken. Und das nächste Mal wird er markiert. Auf alle Fälle. Namen Mirko. Ja, da habe ich noch schlechte Erinnerungen dran hier. Nein, eigentlich nicht. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Oh, und eine Farm. Und Zombies, ja klar. Oh Mann, 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 Mann. Heute habe ich aber wirklich ganz viel Zeit hier verplempert. Normalerweise kenne ich mich in meinen eigenen Städten besser aus. Das ist wohl hier nur das Haus. Aber dann muss der Händler hier irgendwo sein. Hier unten waren die Gebäude zu klein. Außer das hier ganz unten. Ich versuch's trotzdem mal. Mix 7D, 2D. Schönen guten Abend. Ich bin gerade hier nur am Rumfahren. Das ist Orientierungsfahrt. Ich suche verzweifelt den Händler und ich weiß nicht mehr, wo er war. Das sieht interessant aus. Könnte vielleicht, eventuell. Das sieht ziemlich nach Händler aus. Ist aber keiner. Nee, das ist kein Händler. Mist. Sorry, Ma'am, heute keine Zeit. Ich spiele eine Zufallsmap, eindeutig, ja, ja. Also Neverscan kenne ich wie meine Westentasche. Da würde ich mich nicht verfahren, definitiv nicht. So. Aber einer von denen muss es doch jetzt mal sein. Nein, und jetzt ist schon wieder so spät. Das darf nicht wahr sein. Ich hätte eine längere Zeit einstellen sollen. Das ist auch kein Händler. Mal den markieren. Das kann doch nicht mehr viel sein. Bitte lass das der Händler sein. Nee, auch nicht. Ich weiß nur, dass ich definitiv mal einen Händler besucht habe. Aber der muss ja auf der Karte sein. Da, das... Ach ja, jetzt erinnere ich mich. Da habe ich meine erste Nacht verbracht. Das ist der Händler. Trader Joe's, yay. Es ist zwar schon relativ zeitig, aber first things first, safe waypoint. Trader. So. Damit ich nicht nochmal das große Suchen anbekomme. Take your time. Ja, du machst gleich zu. Von wegen take your time. So. Was wollte ich alles verkaufen? Da fangen wir mal an.
Vor allem das alte Geld weg. Da kriege ich Geld für. Ich habe ja noch einiges im Fahrzeug. Aber erstmal will ich mal gucken, ob er was Schönes für mich hat. Minibike, 12.000. Art of Mining. Literatur kaufe ich immer gerne. Shotgun Messiah. Das ist definitiv richtig was wert. So, Werkzeuge, Waffen. Ich glaube, Munition ist gar nicht mal so mein Problem. Aber Werkzeuge, Werkzeuge. Nicht allzu toll. Oh, die 4er AK. Genau, die wollte ich auch verkaufen. Gratitude and safe travel, friend. Nee, tue ich nicht. Die repariere ich erst. Gib mir Geld. 496. Ja, ich komme gleich wieder. Halt, falsche Richtung. Ich habe schon einen langen Tag hinter mir. Das ist meine einzige Entschuldigung. So, jetzt wird's eilig. Verkaufen, 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 verkaufen. Das wollte ich verkaufen, das wollte ich verkaufen. Die wollte ich auch verkaufen. Wie gut ist die denn? 58, 48. Damit hat sich gerade entschieden, was ich verkaufe. Ja, schnell, 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 bevor er zumacht. So. Sell, sell, sell. Da gibt es ja auch einen Knopf für. Hier müsste es ja auch ein bisschen Geld vergeben. Oh, das waren sogar zwei. Forged Iron. Kann ich. Weighted Head Mod. Die sind immer wertvoll. Das kaufe ich nochmal. Einen einzelnen Storage Pocket Mod. Nee, da gebe ich jetzt kein Geld für aus. Dafür gebe ich Geld aus. Danke. Klamotten brauche ich nicht unbedingt. Mining Helmet! Das Geld. Trader Joel's is now closed. Das kommentiere ich jetzt nicht. Oh Mann, das wäre ihr Preis gewesen. Oh Mann. Gut, ich weiß, dass er ein Mining Helmet hat und ich habe ihn markiert. Das ist doch immerhin schon mal etwas. So, wo geht's nach Hause? Ja, da habe ich es ja wirklich nicht weit. Hätte ich auch zu Fuß hingehen können. Mann, das wäre Nummer 1 auf meiner Liste gewesen. Der hätte noch so schön ein gutes Geschäft machen können, aber nein. Er muss dicht machen. Achso. Packen wir gleich noch ein bisschen aus. Damit sich das auch lohnt. Immerhin bin ich jetzt schon mal ein paar Sachen losgeworden. Jetzt muss ich halt gucken, was ich mit dem machen kann, was ich überhaupt habe. Also es wird wieder improvisiert. Sorry. War aber nur ein Frosch im Hals. So, das wird gleich verkocht. Und dann mal gerade die Klamotten weg. Ja, den hätte ich auch noch verkaufen können. Das war die 58er. Ja, hier war meine Waffenkiste.
Tja, die bringen nicht allzu viel Geld. Könnte ich auch verkaufen. Ich hätte ja noch eine ganze Menge, was ich verkaufen kann. Ach so, mein Blitzstab. 13. 11. Okay, der kommt wieder in die Händlerkiste. Aber jetzt würde ich erstmal eine kleine Leserunde einlegen. Art of Mining, was gibt das überhaupt? Ah, den Superkaffee kann ich jetzt kochen. Auch nicht schlecht. Und immerhin habe ich jetzt eine Stahlaxt. Zwar nur eine einer. Aber was die Axt angeht, das finde ich schon ganz okay. Ich glaube, die kann ich auch gleich mal auf die Tasche packen. Denn ich kann mir jetzt momentan keine Zeit mehr erlauben, rumzubummeln. Klopapier kaufen. Holz. Ich meine, hier ist es wirklich do it yourself. Also erstmal Holz schlagen. Zermahlen. Mit Säure und Wasser ankippen. Und da kann man Klopapier herstellen. So, aber die Axt, die wird eingeschmolzen. Okay, zumindest habe ich da schon mal ein bisschen was, was für Stabilität sorgt. Gerade mal Food ist noch in Ordnung, trinken sollte ich. So, ein Rad habe ich auch ab. Gut. Fürs nächste Fahrzeug. Die Stahlschaufel, die wird gleich mal repariert. Modify. Das raus. Dann kommt die in die Werkzeugkiste. Und die gute Schaufel, die kommt auf die Tasche. Sehr gut. Da will ich noch mal gucken, was habe ich an Rüstung. Da habe ich schon eine Dreier drin. Hier habe ich nur eine Einer. Und sonst habe ich, hier habe ich eine Zweier. Okay. Complete. Where? Das kommt jetzt hier unten hin. Leder kann ich auch noch wegpacken. Gut, dann machen wir wieder eine kleine Nachtwanderung. Leider diesmal noch mal mit Fackel. Nächste Obstplantage. Warum? Wolltest du Obstbäume schlagen? So. Das sind auf jeden Fall alles schön, brav angepflanzte Bäume. Das heißt, die geben auch Holz. Denn Spikes werde ich auf jeden Fall wieder eine ganze Menge brauchen, auf alle Fälle. Und mit dem bisschen Beton, was ich habe, da werde ich... Oh, out of Stamina, ja klar. Ja, trinken wir noch was. Dann ist die Kraft... Ach, ein Pappkamerad. Da gehe ich lieber auf Nummer sicher. Wo habe ich jetzt die Axt hingepackt da? Ja.
Auf jeden Fall nachpflanzen, wollte ich sagen. Jeder Baum zählt. Im Augenblick auf jeden Fall. Und schön, wenn ich natürlich auch noch ein bisschen Eisen bekomme. Was habt ihr alle mit Klopapier? Ich verstehe das nicht. Es gibt auch genug anderes, womit man sich den Po abwischen kann. Guck mal, wie viel? 46 Cloth Fragment. So einen alten Lappen, der tut es auch. Das hatte ich letztens noch gehört. Klopapier in der Waschmaschine, wieder auswaschen gebrauchtes und dann nochmal überbügeln, ist es wieder wie neu. So. Styro? Ja, Styro. Aber nur noch einmal Styro und dann hat sich die Sache erledigt. Das ist mit Sicherheit auch ein Styrobaum. So, überall, wo Bäume hin können. Wie sieht es jetzt mit meinem Holz aus? Das sieht schon mal ganz gut aus. So, als nächstes könnte ich auf jeden Fall noch Eisen gebrauchen. Mal gucken, was man so auseinandernehmen kann. Der Händler, ja, das wäre auch eine gute Idee. Aber Autos, ja. Oh, okay. Rohrzange, her damit. Gott sei Dank scheint der Mond. Noch ist er nicht rot. Halt. Der hat sich gerade wieder refreshed hier. Und schon ist er mal wieder voll. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Jetzt aber. Ja, genau, genau. Und dann brauchst du irgendwie ein großes Flachdach, wo du das ganze Klopapier trocknen kannst. Short Iron Pipe. Ah, das ist das Problem. Mist. Ich habe zu viel Zeug mit. Okay, weg. Scrap Polymer ist nicht so schlimm. Das gibt's noch mehr. Moldy Bread, Plant Fibers und Blei. Hä, wie viele Sandwiches habe ich denn weggeschmissen? Ach so, Moldy Bread. Okay. Nächstes Auto oder lade ich gerade mal kurz aus? Die Zeit läuft weg, die Zeit läuft weg. Oh. Aber in der Zeit könnte ich auf jeden Fall schon mal was machen. Barbwire-Fans. 40. Das stellen wir auf jeden Fall schon mal her. Gleich meckert er wieder. Ja, das war auf jeden Fall eine ruhige Nacht. Die nächste wird nicht mehr so ruhig. Eindeutig. So, dann mal die Schätze gerade einräumen.
Das Geld brauche ich auch nicht immer mit rumschleppen. Ab in die Kiste. So. Ob ich hier schon mal auch Spikes ansetze? Ich glaube, das wäre eine gute Idee. Machen wir ruhig 60. Dafür brauche ich das Holz. Eindeutig. Ja, das Problem ist, das Klopapier ist dann nur virtuell. Aber wer weiß, heute ist ja alles virtuell. Also. Und Klos gibt es hier genug. Das ist also schon mal klar. So, einmal frühstücken. Mit Sicherheit. Komm. Kaffee nehme ich mir auch mit. Den Hammer, den lassen wir mal hier. Oh oh. Doggies. Und was ich auch noch nicht vergessen darf, ich muss mir mal einen Aufgang aufs Dach bauen. Yay. Waren das alle? Viel Leder. Mal gerade einen Screenshot von machen, das ist schon mal nicht schlecht. Wo ist mein Messer? Messer, Messer, Messer. Ach, dieses Suchen immer. Da. Also seit der A18 bin ich also ständig Items am Suchen in meinem Inventar. Die haben also die Grafiken so schön verbessert, dass ich mir immer wie im Wimmelbild vorkomme. Also wieder ein neuer Aspekt von 7 Days to Die. Es wird nie langweilig. Wollt ihr einen Shooter, spielt 7 Days to Die. Wollt ihr ein Bauspiel, spielt 7 Days to Die. Wollt ihr Hausflipper machen, spielt 7 Days to Die. Und Wimmelbild ist auch drin. Also es war noch eine harmlose Home Invasion. Normalerweise sind das immer so Rudel von 8 Tieren. Das waren jetzt die Hälfte vielleicht. Auf jeden Fall habe ich jetzt wieder schön Rotten Flash. Das heißt, ich kann meinen Garten ausbauen. Aber das später. Habe ich das auch hier in der Kiste gesammelt? Ich glaube ja. Und Knochen. Ist eigentlich ziemlich ekelig, mit diesem Zombie-Hunde-Fett zu kochen, aber Fett ist Fett. Okay, dann muss ich zusehen, dass ich jetzt ganz schnell zur Hordenfestung komme. Und ich habe keine Tür mehr. Kein Problem. Ach, und der Tag fängt so schön an, aber wer weiß, wie er endet. Mick, wo du das so sagst. Nuclear Strike. Wo ist die andere Zeitung? Hier. Flu Epidemic. Aber das war hier nur eine Epidemie. Wir haben jetzt ja eine Massenpandemie. Zitat von Donald Trump.
So, jetzt heißt es Löcher stopfen. Ganz speziell hier. Das ist sehr erstaunlich, wie... Die Zombies sind, glaube ich, besser wie ich. Auf der anderen Seite, die nehmen das wahrscheinlich auch noch nicht so genau. Ah, okay, so geht das. Gut, fangen wir gleich mal hiermit an, dass sie nicht nochmal hier durchkommen. Schleich, schleich. Und gut, wenn man das richtige Werkzeug hat. Bong, bong, bong. Wo wir schon mal dabei sind. Ich wusste doch, dass ich was vergessen hatte. Von der Seite, da brauche ich mir gar keine Sorgen zu machen. Das ist hier 10.000. Aber hier. Oh. Und das Zombie-Gespawner habe ich auch ganz vergessen. Puh. Ich weiß nicht, ob ich das Buch schon gelesen habe. Es gibt ja ein Nightcrawler-Buch, wo man mit... aber nur nachts... damit richtig erfolgreich ist. Was? Puh, okay. Den gehe ich besser nicht mit der mit dem Jagdmesser an. Wie sieht der Stream eigentlich bei euch aus? Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das Netz so ein bisschen schlapp macht. Ich habe die Videoauflösung schon mal ein bisschen runtergefahren. Ich hoffe, das stört nicht. Na. Hey, was ist denn hier los? So, jetzt aber. Zwei Pfeile kriege ich wieder. Hm. Ach, die haben hier einen offenen Tresen gebaut. Da werde ich aber wohl keinen Beton für verschwenden. Allerdings für die Außenzugänge schon. Da spare ich lieber mit. Was? Okay, das müssen wir nochmal üben. Was schubst mich da weg? Das kann doch nicht die Fackel sein. Merkwürdig. Okay. Jetzt geht's. Irgendwo habe ich hier doch einen Schnarchen gehört, aber der ist Gott sei Dank nicht hier. Dann liegt er mit Sicherheit irgendwo hier noch auf den Regalen. Auch nicht. Aber ich habe noch eine Idee. Und draußen. Da, der ist er doch. Klappt. Man kommt hier einfach nicht zum Arbeiten. Mushrooms, sehr schön. Die darf ich nachher auch nicht vergessen. Wahrscheinlich tue ich es, aber vielleicht erinnert er mich einfach dran. Ja, das war das Geländer, das stand so ein bisschen über. Und ich vermute mal, dass ich davon abgeprallt bin.
So, wo wird randaliert? Das ist eine schlechte Zeit, eine ganz schlechte Zeit. Kannst auch nicht bis heute Abend warten, ne? Plumps. Die Tür ist doch schon zugemauert, ja. Hier werden sie sich auf jeden Fall früher oder später noch einen Weg reinsuchen. Und hier werde ich mir auch noch was einfallen lassen müssen. Wo wir schon mal dabei sind. Noch ein bisschen Kaffee einsacken. Gut, dann werde ich das erstmal zu betonieren. Ich befürchte, dann ist die nächste Wand dran. Aber ich habe hier ein bewährtes Abrissunternehmen. MacZombie, die sorgen schon dafür, dass abgerissen wird. Und überall, wo die... Och Leute, bitte nicht jetzt. Ah, klasse. Oh je, yeah. Okay. Nur ein Hund? Ah, da hinten kommen noch welche angewackelt. Nur weil ich hier ein bisschen gebaut habe, kommt hier gleich ein Screamer. Alma! Alma! Öx, geiler Name. Alma. Sehr gut. Gefällt mir. Der prüft gerade meinen Stacheldraht. Autsch. Lässt du das jetzt? Meine Herren. Ja, da kann ich hier gleich loslegen. Lohnt sich das überhaupt? Oh. Das macht ihr doch absichtlich hier. Könnt ihr nicht bis heute Abend warten? Okay, gib Punkte. Geben keine Ruhe, bis der Kopf abfällt. Leder habe ich genug. Momentan ist anderes wichtiger. So, jetzt ist aber wirklich Ruhe hier, oder? Bitte, lass Ruhe sein. Ich glaube, hier muss ich nochmal bei. Wo ist meine tolle Spitzhacke? Okay, und ich brauche dringend noch ein bisschen Cobblestone. Das habe ich natürlich in der Wohnung liegen. Aber ein bisschen Zeit habe ich ja Gott sei Dank auch noch. Das ist mir einfach zu teuer. Ich befürchte, das werde ich nicht komplett schaffen. Das geht viel zu schnell, das Zeug. Das ist so instabil.
Ja, immerhin 4 Schläge. Und es gibt Punkte, das ist ja schon mal gut. Ja, jetzt habe ich gerade 2 gleichzeitig selektiert. Das geht auch nicht so gut. Aber ich denke, diese Hausecke ist zumindest halbwegs sicher. Ja, das Blitzstäbchen finde ich, also es macht einfach Spaß. Man muss ziemlich oft zuschlagen, also es hat nicht allzu viel Schaden, aber die Blitze, die tun ihr Übriges. Und damit kann man sich so einige Ärgernisse ersparen. Ja, hier kann ich leider nichts reinsetzen. Ich muss auf meinen Beton aufpassen. Irgendwo gab es doch einen Weg dadurch. Spätestens so. Halt. Ja. Das ist auch schon beschädigt. Okay, das waren jedenfalls die gröbsten Löcher. Ich denke, heute Nacht, da werde ich neue Löcher bekommen. 200. Na? Ich will doch nur dieses Krümelchen da wegkriegen. Ich will nicht den Boden. Jawohl. Ich streame eigentlich mit 60. Ich weiß noch nicht, was momentan so rüberkommt. Ich glaube, die kompletten 60 werde ich nicht schaffen. Das liegt aber eher im Augenblick am Netz. Schon wieder. Zwölf Uhr. Das werde ich hier mal aus Stabilitätsgründen so machen. Na, nicht schon wieder. Hier kommt auch noch was rein. Ich habe heute hier wirklich extrem viel Besuch, habe ich das Gefühl. Und zwar bevor angekündigt war. Ich wollte das nur mal sagen. So, und ich habe mir natürlich, ich habe mich schön eingemauert jetzt. Schon wieder ein Screamer? Okay, ich muss anders hier raus. Das hat so keinen Zweck. Ja, da war schon wieder so ein bisschen ein Problem.
Und ich denke, so muss ich demnächst auch wieder hier hochkommen. So kann ich springen. So, damit sie nicht nochmal schreit. So, das wird demnächst mal ein Aufgang werden. Da ist schon wieder der nächste. Ey, sie hat nicht geschrien. Sie hat mich noch nicht mal gesehen. Was soll das? Stöckchen raus. Autsch. Das hörte sich ein bisschen merkwürdig an. Von dem darf ich mich nicht schlagen lassen. Plumps. Habe ich noch was Stabileres zum Schlagen? Ja, die Axt. Was soll der Blödsinn? Das ist doch Absicht. Knockdown. Das wird nicht lange halten heute. Ich befürchte, dass das wird nicht lange halten. Den habe ich auch ganz übersehen. Kleinere runtergerechnete Streams. Ich habe extra... Mirko, ich habe extra schon die Auflösung runtergeschraubt. Aber Mirko muss auf sein Kontingent aufpassen. So, und dann hole ich mir jetzt schnell mal noch Cobblestone. Oh Mann, ich habe echt ein bisschen Schiss vor heute Nacht. Eisen. Sorry. Das kann ich nicht liegen lassen, das brauche ich jetzt. Gott sei Dank. Das müsste ich mir eigentlich sogar noch markieren, damit ich mir halt demnächst hier vielleicht tatsächlich meine Eisenmine baue und mich richtig runterbuddle. Nee, das war die Musik. Die irritiert manchmal so ein bisschen. Turrets habe ich auch, ja. Solange ich die nicht wieder vergesse. Ich sollte auch im Grunde genommen gleich schon alles mitnehmen, was ich brauche. Ich wusste doch, dass irgendwo noch so ein Hund steckt. Falsche Waffe, warte doch mal! Shit. Meine Herren, der Tag ist voller Überraschungen. Kein Platz für deinen Film.
Es wäre das erste Mal, dass ich direkt vor der Horde sterbe. Das muss ja nicht sein. Omix7D, danke für den Follow. So, schnell rein hier. Oh. Schnell Taschen leeren. Kaffee zu Kaffee. Jetzt habe ich schon wieder Plant Fibers. Brauche ich eigentlich gar nicht. Hier muss ich ran. Cobblestone, jawoll. Dann kann ich schon mal nach Waffen gucken. Ein Junk Turret. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe da noch bessere. Hier steht leider nichts rum. Noch ein paar Repair Kits. Die dürften auch ziemlich wichtig werden. Fackel nehme ich auch noch mit. Dafür kann ich das da lassen. Ja, und Munition. Auf alle Fälle. Kann ich vielleicht erstmal gerade mein Aloe verbrauchen. Taschenlampe. Wieso laufen da Taschenlampe rum? Ach so, weil ich kein Licht habe. Vielleicht deswegen. Aber die Fackeln, die sind besser als Lichtquelle. Federn. Dazu müsste ich mir noch Eisenpfeile machen. Oh, das ist alles so spät. Wie viel kriege ich noch? Ach, das geht Gott sei Dank ziemlich schnell. So, was haben wir noch an Munition? Ich glaube, die nehme ich dann auch mal zur Sicherheit mit. Und zwei Mollys habe ich noch. Für Junk Turret habe ich, muss ich auch noch herstellen. Mit einem muss ich klarkommen. Es wird knapp, aber was soll's. So, das werde ich wohl nicht brauchen heute Nacht. Verbandmaterial auf alle Fälle. Die Schaufel, da bin ich mir noch nicht so sicher. Oh. Modify. Rein da. Die Spitzhacke brauche ich nicht. Essen und Trinken habe ich noch. Ja, ich habe die letzte Zeit zu viel Glück gehabt. Los. Das trinken wir auch gerade weg. Und sonst habe ich hier nichts. Iron Arrows habe ich noch. Okay, damit muss ich klarkommen. Damit ich zumindest noch ein bisschen mit Pfeil und mit meiner Armbrust schießen kann. Denn allzu viel Munition hatte ich da auch nicht mehr. Habe ich hier noch was in der Tasche? Gott sei Dank nicht. Halt. Refuel.
Sorry, schon wieder was vergessen. Ja, es war noch ein alter Turret, aber ich muss auch aufpassen, allzu viel Munition kann ich nicht machen. Und Turret-Munition ist zwar nur Eisen, aber allzu viel Eisen habe ich auch nicht. Und ich muss mal alles schnell noch herstellen. Und ich hatte, ja, beinahe die Spikes vergessen. Das wäre ein dummer Fehler gewesen. Aufspringen und weg. Und ich befürchte, also mit Beton brauche ich jetzt auch nicht mehr großartig zu arbeiten. Denn der braucht ja auch ein bisschen zum Trocknen und so viel Zeit habe ich, glaube ich, gar nicht mehr. Das heißt, ich muss auf jeden Fall Flagstone Blocks setzen. Nochmal 20. Hier ist es Gott sei Dank noch gut verspiked. Aber hier müssen wir was machen. So, und wo wir schon mal dabei sind, Munition, Junk Turret Armor, 200. Machen wir uns mal 200. Das kommt weg. Da kommt lieber ein Spike hin. Jeder Spike zählt. Und jeder Stacheldraht sowieso. Wo habe ich meine Stacheldrahtzäune? So. Ups. Egal. Und da kommt die erste Drohung. Aufspringen und weg. Ja, im Notfall mache ich das auch. Das Glas brauche ich nicht. Hier haben sie die Spikes überall weggeballert. Okay. Oh. Jetzt erwische ich diesen blöden. Da ist er. Diese Spikes haben leider ziemlich blöde Hitboxen. Dauert das lange? Ah, geht so. Und weg. Und noch ein paar Bremser davor. Wahr. Es ist doch nicht wahr. Ich hab's mir noch gedacht, dass der umdreht. Eine Sekunde länger und ich hätte so einen schönen Mining-Helmet mit Licht haben können.
Das ärgert mich jetzt noch. Achso, wegen dem kann ich wieder nichts setzen. Meine Herren, jetzt geht's wirklich wieder auf die Schnelle. Danke, das war nicht geplant. Ah, der stört mich hier richtig. Gut, dass ich wenigstens die Spikes auf Vorrat produziert habe. Mein Moped darf ich auf jeden Fall auch nicht vergessen. Schlimmstenfalls muss ich tatsächlich einen schnellen Abgang machen. So. Das kostet mich jetzt zwar auch richtig Eisen. Aber ich hoffe, das hält die Zombies wenigstens so ein bisschen von ab. Feierabend. Ups. Vier Crossbow Bolts über. Die kommen hier hin. Dafür Painkiller, die werde ich vielleicht brauchen. Und schnell das Moped mit eingesteckt. Warum sind die alle so früh? Spione! Ja, ja, klar. Da hinten kommt schon wieder einer. Bis dahin bin ich oben. Eine Stunde noch. Wenigstens habe ich die Fackel. Schwebt hier so ein bisschen in der Luft, aber das ist mir egal. Oh Mann. Alle zu früh, alle zu früh. So, jetzt muss ich mal gucken. Irgendwie muss ich auch aufpassen. Ich hätte hier noch Spikes setzen sollen. Shit. Ich bin heute also selten so unorganisiert eine Horde entgegengenommen. Passt es. Abstand. Ich muss doch den einen auch wegkriegen da. Ja. Ach, es kann natürlich sein, dass ich hier auch noch irgendwo... Ja, hab ich doch. Okay, Turrets ansetzen. Einer kommt hier hin.
Mist. Und die Tasche ist leer. Der ist auch geladen. Na, ach, drehen kann ich nicht. So. Das hört sich schon nach richtig dicken Horde an. Jetzt schauen wir mal. Die sind schon sehr maßen weit gekommen hier. Wow. Das wird lustig. Ich weiß nicht, ob der von hier schießt. Aber falls hier ein Geier kommt, stelle ich den mal hier hin. Ich habe da noch eine Jagdflinte. Die kann ein bisschen größeren Schaden machen, wenn sie geladen ist. Na, fall um. Ah, hier, guckt euch das an. Die menschliche Treppe. Das geht dermaßen schnell. Ich muss die Zombies wohl eher da unten wegschießen. Ich hoffe, ihr seht noch ein bisschen davon. Die sind doch schon wieder da. Oh, yeah, yeah, yeah. Na, das wird ja lustig. Waffen laden. Das Ding sollte ich zur Sicherheit auch mal laden. Und sie sind schon wieder in der Küche. Ich wusste doch, dass der nochmal aufsteht. Ich hab den doch eben geladen, Professor 1. So. Spider sind natürlich mein Lieblingsziel hier. Und ich höre draußen schon wieder die nächste Stufe. Und ich muss auch so ein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht zu viel Leichen auf einem Haufen habe. Sonst haben sie eine Leiter. Ah, den hat's erwischt. Muss mal gerade hier gucken. Hier scheint es noch halbwegs ruhig zu sein. Gut, dass ich immer noch keine Bullen habe, aber das ist nur eine Frage der Zeit, dass hier noch Bullen auftauchen. Zong, weg damit. Der kümmert sich schon wieder hier um die Säulen. Aua. Das ist jetzt wirklich mal ein guter Test, wie viel hält so eine Feuerstation überhaupt aus. Wenn
die mir natürlich gleich über den Kopf zusammenbricht. Dann wird's richtig los. Hast du den jetzt nachgeladen? Nein, er hat den Nachladen wieder unterbrochen. Der geht auf die nächste Säule zu. Das Schöne ist ja, dass man durch die Woodframes durchschießen kann. Das sind hier die Leute mit den Anzügen von der Kontrollbehörde, die kontrollieren, ob der, die Bausubstanz hier auch gut genug ist für eine Feuerstation. Ja, famous last words, das ist... Aber ich spiele auch gerne No Risk, No Fun. Sollte den mal nachladen. Diese Sucherei immer. Wo ist der jetzt gelandet? Junk Turret, da ist er. Hier steht dann natürlich nicht so gut. Wie spät ist das eigentlich? 1.34 Uhr. Also ein bisschen muss ich noch durchhalten. Also solange keine Bullen kommen. Habe ich da noch Glück? Glück im Unglück gehabt. Immer wieder die Hunde. Die müssen sagen, hallo, wir sind auch hier. Oh. Danger. Die fangen an, mir hier wirklich die Substanz wegzunehmen. Ich mach mal ein bisschen Licht. Gegrillter Hund, lecker. Check ich hier mal nach. Viele sind noch draußen scheinbar. Add Super Zombie Cow. Oh. Halt. Sicherheitshalber komplett geladen. Mit der Munition sieht es Gott sei Dank noch halbwegs gut aus. Und jetzt sind sie alle wieder
Hier unter mir wahrscheinlich. Ich bin gerade am überlegen, ob ich die Sofas hier weghaue. Ah, da kommt der nächste. Also die versuchen hier jetzt eine Treppe zu bauen, dass sie irgendwie zu mir hochkommen. Das ist auch wieder klassisch. Denn wird das Sofa auf den Kopf fallen. Das verspreche ich euch. Leider nicht. Jetzt checke ich mal hier wieder. Das scheint friedlicher zu werden. Mist, hier habe ich keine Fackeln. Sind sie unter mir oder sind sie dahinter? Da hinten sehe ich jemanden. Oh! Das war Glück. Den Geier hatte ich nicht gesehen. Den hatte ich wirklich nicht gesehen. Der flog mir einfach vor die Flinte. Selber schuld. Gib mir mal den Turret wieder. Diese Sucherei immer. Da ist er. Ich weiß nicht, ob ich hier eine Möglichkeit habe, einen Turret hinzustellen. Sofa könnte... Ja, das wäre ein Witz, wenn ich einen Turret aufs Sofa stellen könnte. Nee, die toben draußen rum. Die versuchen hier durch diese 10.000 Hitpoints Wände zu kommen. Da habe ich ja Glück, dass sie das heute mal versuchen. Denn ich glaube, das werden sie so schnell nicht schaffen. Ich hätte nichts sagen sollen. Wer hatte Famous Last Words gesagt? Oh, 4 Uhr. Aber man kann auch nach 4 Uhr sterben. Also, ich sollte mich nicht zu früh freuen. Aber jetzt muss ich wirklich mal rum nach draußen gucken. Ist hier eigentlich was passiert? Okay, ein Hund, aber mir auch nicht. Nur hier komme ich wahrscheinlich jetzt schlecht dran. Ja, was soll's? Meine Treppe haben sie nicht gefunden. Nachladen. Es sind doch noch einige da. Halt, halt, der Turret ist nicht geladen. Oh, falscher Turret. Ach, Mist, 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 Mist. Use. Das erinnert mich irgendwie, also ich hatte schon mal so eine Horde. Da bin ich aber noch während der Horde mir noch 2 Stunden gerannt. Das war mein einer Schuss. Gutes Training für bewegte Ziele hier. Mo wackelt wieder mit dem Kopf.
und ist mit 2 Headshots nicht zufrieden. Da war ich nicht schnell genug. Das finde ich an den Junk-Turrets irgendwie ein bisschen öde. Hä? Die hatte ich doch geladen und noch nicht benutzt. Wild erlegt. Es reicht noch nicht. Es ist immer noch was da. Drin. Ich weiß nicht, es gibt Verfechter von den Shotguns. Ich gehöre nicht dazu. Gut, also hier haben sie tatsächlich die Säulen schon wieder weggehauen. Und jetzt ist die Frage. Mache ich das nochmal? Ja, genau. Ich loche die Fahrkarten fürs ganze Abteil. Das stimmt. Namen Zapzerab. Ich habe das noch gar nicht mitgekriegt, dass du auch zuguckst. Also eins muss ich zumindest sagen. Die Feuerstation steht noch. Aber ich hatte immer noch keine Polizisten. Also in der Hinsicht war das sogar noch eine Anfängerhorde, würde ich sagen. Momentan bin ich auch noch nicht allzu hoch gelevelt und mein Game Stage ist noch nicht allzu hoch. Und dem trägt das Spiel ja Rechnung. Tja gut, jetzt habe ich erstmal wieder 7 Tage Zeit, Ja, das ist ja auch Blechdosenblech hier, was hier verbaut wurde. Dass das natürlich nicht viel aushält. Ich muss die Wand dahinter deutlich verstärken. Hier können sie meinetwegen drin rumtoben. Und dann höchstens hier die Seiten. Oder ich baue hier was Schönes hin, dass sie hinterher Spaß haben. Aber Elektrizität ist für mich auch noch zu teuer. Junge, Junge. Also heute war ich mir auch wieder nicht sicher, hält das aus? Hätte ich jetzt Bullen gehabt, hätte ich schlechte Karten gehabt, auf alle Fälle. Ja, auf jeden Fall. Das könnte man auch komplett einreißen. Das stimmt, das Klo braucht keiner. Ja, gut. Ich fange jetzt nicht an zu reparieren, weil ich habe natürlich kein Material. Auch so ein Klassiker. Immerhin kann ich mich mal verbinden. Boah. Damit ich dann so nach und nach auch wieder heile. Irgendwo hatte ich hier noch zumindest 4 Pfeile liegen. Für das andere habe ich auch wieder keinen Platz. Tatsächlich, hier wären sie beinahe reingekommen. Das war auf jeden Fall eine ganz gute Konstruktion. Die hat halbwegs funktioniert. Ich
weiß jetzt auch nicht, ob hier noch ein Fenster war, aber ich glaube, hier war auch dieses 10.000 Hitpoints Metall. Ja, dann nehme ich lieber meine gute Steinaxt. 9.100, 10.000. Ja. Den haben sie aber dann doch mit der Zeit so nach und nach weggehauen. Hier kommt demnächst Beton hin. Und vor allen Dingen auch nach oben. Ja, ich habe überlebt. Also drauf gewettet hätte ich diesmal nicht, muss ich dazu sagen. Aber ich hatte eigentlich schon, bin da ziemlich in Horde von zumindest Polizisten gerechnet und die hätten mir das Ding zusammengekotzt. Du standst mir im Weg. Nein, Eisen kann ich immer gebrauchen. Und als nächstes werde ich mir tatsächlich irgendwo eine Eisenmine suchen. Eine hatte ich ja schon gefunden. Nur da muss ich dann runterbuddeln. Ja, Blei gibt es hier reichlich. Ach, immer diese Nachbarn. Ach, das ist wieder nicht geladen. Okay. Alles nicht meine Waffen irgendwie. Das ist meine Waffe. Dich nehme ich zur Sicherheit mal mit. Wenn man nur ein Minibike hat, freut man sich darüber. Ehrlich. So, Tag 29. Bisschen angekratzt, aber gut zufrieden. Ganz glücklich. Hey. Und jetzt geht aber die Hatz. Ich muss mich mehr darauf konzentrieren, wirklich Material zu sammeln und das Ding für das nächste Mal deutlich nochmal zu verstärken. Das heißt, ich brauche viel mehr Beton. Ganz klar. So, ich habe doch eine ganze Menge verballert. Arm Reinforced Club, wusste ich gar nicht, dass ich den auf der Tasche hatte. Kein Wunder, dass ich immer pickepacke voll bin. So, und diese Doppelläufige, die kommt wieder schön nach Hause. Und Beton, da muss ich noch richtig die große Produktion mal anstarten. Das geht so nicht. Halt, das wollte ich hier noch in die Kiste packen. Das ist ja gute Munition. Hier könnte ich, glaube ich, auch mal einen von verkaufen. Die werde ich auch nicht großartig benutzen. So, aber immerhin, also die Junk Turbots während der Horde sind sie doch sehr nützlich, muss ich sagen. Wir haben... Oh, ein Spike habe ich vergessen. Naja, das nächste Mal. So... Gucke ich mal gerade, wie es meinem Magen geht. Ich könnte einen Schluck Wasser trinken.
schön, dass ich das schon relativ Mineralwasser habe. Das Zeug ist ja wirklich unglaublich gut. Das hält auch richtig lange durch. Das muss ich demnächst mal an dem nächsten Wasservorrat aufwerten. Ich habe nur noch 6 Wood-Frame-Blocks. Nur 6? Shocking. Wo habe ich denn so viel davon verballert? Okay. Das geht so nicht. Machen wir uns auf jeden Fall mal 60. Denn wenn man wirklich irgendwo mal schnell irgendwo hochflüchten muss und keine Woodframes mehr in der Tasche hat, das geht nicht. Das ist mir zu gefährlich. So, der kann auch weg. Und ab jetzt brauche ich wieder was zum Auseinandernehmen. Und die Stahlpickaxe, die soll ich auch mal reparieren. Da eventuell schon mal irgendein schönen Perk oder was, was ich da reinstecken kann? Leider nicht. Ah, ich will mal gucken. Vielleicht mittlerweile müsste ja mein Trick mal funktionieren. Er funktioniert. Search Gun Store Box untouched. Yay! Und? 2 Repair Kits. Repair Kits nehme ich immer gerne. Okay, bis in 7 Tagen. Halt, hier habe ich doch noch welche. Diesmal setze ich vorher meine Lucky Goggles auf. Sollen wir mal gucken, ob die deutlich besser sind. Ja. Munition. Könnte ein bisschen mehr sein. Das scrappen wir mal. Aber ich denke, ich müsste auch noch dringend in Lucky... Ja, 3 ist schon mal gar nicht so schlecht. Da dachte ich, da würde mittlerweile mehr rauskommen. Aber ich habe lieber die Nerdy Glasses. Oh ja. Und habe ich eigentlich schon eine Zigarre? Eine Zigarre brauche ich auch noch dringend. Zigarren sind nämlich auch klasse. Erstmal geben sie Stärke, einen Punkt mehr, und helfen auch noch beim Verhandeln mit dem Händler. Da kann man dann auch noch ein bisschen was rausholen. Aber das freut mich hier. Noch 2 Slots, die ich loswerden muss, und dann habe ich gar keine Probleme mehr mit dem Tragen. Aber die 2, die fallen auch nicht mehr weiter auf. Ja, es ist gute Zeit, Schluss zu machen. Ich spiele hier Vanilla, ja, ja. Ich habe also Mods habe ich hier noch nicht drin. Ich wollte das auch immer mal ausprobieren. Aber dann kommt wieder eine neue Alpha und das ist ja, als ob man irgendwas komplett Neues, Gemoddetes hätte. Da fängt man immer wieder von vorne an und bis man sich da warm gespielt hat, kommt die nächste Alpha. Aber früher oder später gucke ich mir auf jeden Fall mal so ein paar gute Mods an. Aber dazu muss ich mir mal so ein paar Let's Plays angucken, die von Leuten, die Mods spielen. Also ich komme ja ursprünglich mal von Minecraft und da habe ich dann ein paar Mods gehabt, die habe ich bis zur Vergasung gespielt. Die haben so viel Spaß gemacht. Und ich weiß, dass es mittlerweile auch wirklich erstklassige Mods für 7 Days to Die gibt. Ich bin mal gespannt. Irgendwann ist es mal soweit, aber bis dahin macht mir die Vanilla eigentlich noch Spaß genug. Und man weiß halt wirklich nie, was kommt. Man weiß nie, was man kriegt. Und das finde ich das Tolle an dem ganzen Spiel. Okay, bis dahin würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Nächste Woche geht es auf jeden Fall weiter. Dann gehe ich mal wirklich wieder auf Loot-Tour, beziehungsweise
Ich muss mir auch wirklich mal eine Mine suchen. Ah, ich kenne sogar eine Mine. Da war ich schon mal drin. Da müsste ich vielleicht mal nach Eisenadern oder so forschen. Das wäre mal eine Aktion für die nächste Mal, fürs nächste Mal. So, ich könnte jetzt noch mal gucken, ob jemand noch spielt, den ich raiden kann. So, auch da sind eine ganze Menge Leute unterwegs. Korben spielt VR, Half-Life Alyx. Habt ihr da Lust drauf? Ansonsten hätte ich hier noch was für Hardcore-Survivor, The Forest, von Frau Zockersucht. Alyx? Hustenanfall? Machen wir das einfach mal. Korben freut sich immer. Und ich sag schon mal tschüss, bis zum nächsten Mal. Morgen Abend ab 9 ist Liane wieder dran. Und ich meine, wir werden auch Donnerstag mal wieder dran mit Zombies rennen immer. Wenn Mirko eine vernünftige Leitung kriegt. Ich weiß es nicht, da müssen wir nochmal gucken. Ansonsten, Dankeschön und schlaf gut. Tschüss.